Mecklenburg-Vorpommern, das Land zum Leben, überwiegend geprägt von ländlichen Räumen. Die Landwirtschaft ist der größte Nutzer der Fläche im Land. In den letzten Jahrhunderten haben sich große, leistungsfähige Betriebe entwickelt und behauptet. Auf 1,34 Millionen Hektar bewirtschaften über 25.000 Beschäftigte in rund 4.700 landwirtschaftlichen Betrieben die Flächen. Obwohl die Landwirtschaft multifunktional aufgestellt ist, liegt der Schwerpunkt im Anbau von Getreide, Weizen, Gerste oder Mais und Ölfrüchten wie Raps. Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern stehen vor großen Herausforderungen. Neben Energiekrise und steigender Inflation dürfen insbesondere der Klimawandel, die Biodiversität und sauberes Wasser nicht in Vergessenheit geraten. Diese und weitere zentrale Themen der Landwirtschaft wurden auf der 20. Agrarpolitischen Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung am 12. und 13. Januar in Güstrow diskutiert. Zum Auftakt der Veranstaltung hielt der Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt des Landes einen Vortrag zum Thema Krise als Motor für Innovation und ein besseres Leben auf dem Land. Backhaus zufolge sind die ländlichen Räume die Zukunftsräume. Die Landwirtschaft produziert nicht nur Nahrungsmittel, sondern liefert auch immer mehr grüne Energie. Damit trägt der ländliche Raum einen wesentlichen Beitrag für eine nachhaltige, zukunftsfähige Gesellschaft bei. Ja, auf der einen Seite gehen wir in das neue Zeitalter über, dass die erneuerbaren Energien natürlich ein Potenzial gerade in ländlichen Räumen darstellen. Wir haben die Eignungsräume für Wind, für Sonne, für die Biomasse. Wir haben die Möglichkeit natürlich auch über Wasser Wasserstoff zu produzieren. Und auf der anderen Seite bleibt und ist und bleibt der ländliche Raum natürlich auch der Produzent von Lebensmitteln. Im Anschluss gab es bereits die erste Diskussionsrunde mit Minister Dr. Till Backhaus und Professor Dr. Peter Adolfi, Geschäftsführer des Nachhaltigkeitsforums MV, Professor Dr. Henning Bombeck, Professor Siedlungsgestaltung und ländliche Bauwerke an der Uni Rostock und Johann Georg Jäger, Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes Erneuerbare Energien MV. Und wenn wir die 5000 Hektar Photovoltaik, in Klammer landwirtschaftliche Nutzfläche, jetzt absolviert haben und die gebaut haben, dann werden wir in eine Zäsur gehen. Das ist auch versprochen. Weil ich schon der Auffassung bin, wir sollten zunächst erstmal, was Photovoltaik anbetrifft, alles andere nutzen, aber nicht landwirtschaftliche Nutzfläche. Die Leitfrage: Ist die Energiewende Innovationstreiber in der Landwirtschaft? In der Diskussion wies Professor Adolfi auf den Gegensatz zwischen Land und Stadt und dem damit einhergehenden Konfliktpotenzial hin. Ich meine damit, dass wir gelernt haben in dieser gesamten Periode der Urbanisierung, dass sich die innovativen Kräfte in den Städten sammeln und dort natürlich auch die Widersprüche der Gesellschaft sehr, sehr dank der hohen Bevölkerungsdichte sehr emotional erleben und rational verarbeiten und daraus Forderungen ableiten, wie die Gesellschaft umgestaltet werden muss. Gleichzeitig passiert das alles in Zeiten der Dekarbonisierung und der Biodiversitätskrise, müssen diese Dinge im ländlichen Raum vollzogen werden. Johann Georg Jäger sieht ein riesiges Potenzial für Mecklenburg-Vorpommern in der Ansiedlung von Rechenzentren. Und was wir heute hier klargestellt haben, ist, es wäre eine sehr gute Idee, die Rechenzentren nach Mecklenburg-Vorpommern zu holen. Aber die Strompreise im ländlichen Raum, weil da, wo die Windkraft- und Solaranlagen stehen, sind zu hoch, weil das Netz für die erneuerbaren Energien auf die Kunden vor Ort zum Großteil umgelegt wird. Und das war Einigkeit heute in der Veranstaltung, müssen wir dringend ändern. Das ist der Appell an Berlin zu sagen, wenn ihr die ländlichen Räume im Regen stehen lässt, weil ihr die Netzfinanzierung nicht komplett übernehmt, dann gibt es höhere Strompreise bei uns, dort wo die Erneuerbaren sind. Und dann kommt kein Stromverbraucher, sondern die gehen alle nach Süden und verstärken damit das Netzausbauproblem, weil wir ja den Strom Richtung Süden ableiten müssen und dort die Engpässe bestehen. Das Fachpublikum beteiligte sich an der Diskussion. Diese Arbeitsplätze sind ja interessant. Und die sind so umgegangen von 16 bis heute von 23.000 auf 17.000. Also radikaler Abbau.
Am zweiten Tag der agrarpolitischen Tagung folgten weitere Impulsvorträge, beispielsweise von Franziska Drewes, Fachredakteurin beim Norddeutschen Rundfunk in MV. Sie berichtet über zahlreiche innovative Betriebe und Projekte im Land. Drewes kennt jedoch auch die Konflikte und Sorgen der Landwirte, beispielsweise im Umgang mit neuen gesetzlichen Regelungen, Lieferengpässen und dem Klimawandel. Dieses breite Spektrum versucht sie in ihrer Berichterstattung abzubilden. Ich als Journalistin sehe mich da als auch als Mittlerin zwischen Landwirt, Landwirtschaft, aber auf der anderen Seite Verbraucher. Also da werden ja Lebensmittel produziert. Und da ist es für mich ganz wichtig, einmal darzustellen, wie wächst, gedeiht auf dem Acker natürlich, wachsen und gedeihen dort die Lebensmittel oder wie werden die Tiere, die Nutztiere, die wir dann auf dem Tisch haben, essen, gehalten. Einen weiteren Impuls gab Katharine Reising, Geschäftsführerin der Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft MV. Sie stellte unter anderem das neue Regionalzeichen für Produkte aus Mecklenburg-Vorpommern, nämlich natürlich aus MV, vor. Das wurde vom Landesmarketing in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Institutionen eben entwickelt und ist jetzt letztes Jahr veröffentlicht worden. Das ist ein Herkunftszeichen, kein Qualitätszeichen, was den Verbraucher einfach, wenn er dieses Zeichen auf dem Produkt sieht, erleichtert zu realisieren, das Produkt ist aus MV, ich möchte regionaler einkaufen, kann ich gleich anhand dieses Produktes oder dieses Siegels sehen und dann aus dem Regal nehmen. Zum Ende der zweitägigen Tagung gab es eine Abschlussdiskussion. Dirk Jone, stellvertretender Regionalleiter der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt, Region Nord, Martin Piel, Geschäftsführer des Bauernverbandes MV und Dr. Anna-Konstanze Schröder, Landtagsabgeordnete der SPD-Fraktion. Gemeinsam diskutierten die Vertreterinnen und Vertreter aus Landwirtschaft und Politik über die Chancen der Krise und wesentliche Veränderungen in der Landwirtschaft. Darüber hinaus müssen wichtige Weichen für eine zukunftsfähige und nachhaltige Landwirtschaft gestellt werden. Der Bauernverband forderte unter anderem, den Klimaschutz sowie die Ernährungssicherheit in das Grundgesetz aufzunehmen. Nach der Abschlussdiskussion zog Tobias Paul von der Friedrich-Ebert-Stiftung eine positive Bilanz. Wir haben auch gestern festgestellt, dass viele Themen das Bohren dicker Bretter sind. Also den Wandel gestalten, die Energiewende zu begleiten, zu gucken, wie kann Regionalität besser aufgestellt werden. Das funktioniert ja in der Regel nicht auf Knopfdruck, sondern da müssen Konzepte entwickelt werden. Und was wir heute auf der Konferenz auch sehen, es geht ums Reden. Also miteinander ins Gespräch kommen, zuhören, Vertrauen aufbauen und das sozusagen immer fortentwickeln. Das sind Beiträge, die auch diese Konferenz hier leisten sollen. Große Herausforderungen kommen auf die Landwirtschaft zu. Der Klimawandel, Umweltschutz und Ernährungssicherheit und viele weitere Themen beschäftigen die Landwirte. Die Gesellschaft muss ihren Teil dazu beitragen, um den Wandel hin zu einer nachhaltigen, klimaschonenden Landwirtschaft zu schaffen. Die Aufgabe der Politik muss es sein, eine Brücke zwischen den Verbrauchern und den Erzeugern zu bauen.